Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ja, an die Vorredner und die eine Vorrednerin, die den erstmal einen Dank fürs Vortragen der RWE-Argumente, die wir jetzt hier mal wieder gehört haben. Eigentlich hätten Sie Ihre Redezeit auch direkt an RWE abgeben können, wenn man sich das hier so anguckt. Und ich meine, wenn man sich das eben anguckt, was es hier für eine breite Koalition eben für die Kohle gibt, dann zeigt das einfach schon, in was für einer schwierigen Lage auch wir Grüne in den vergangenen 7 Jahren hier waren. Und ich erkläre Ihnen gerne und auch Herrn Pinkwart natürlich gerne, wie Politik funktioniert. Und das bedeutet Kompromisse. Und ja, wir haben Kompromisse, sind Kompromisse eingegangen, aber wir haben auf der anderen Seite eben auch was Fantastisches erreicht. Mehr als 350 Millionen Tonnen vermiedene CO2-Emissionen durch die Verkleinerung des Tagebaus Garzweilers II sind unser grüner Erfolg. Und das hätte es ohne uns Grüne in der Regierung eben nicht gegeben. Wir Grüne haben uns schon lange für einen Kohleausstieg eingesetzt. Wir haben ihn in den letzten Jahren hier nicht erreichen können. Aber wir haben uns damit auch für eine frühere Beendigung der Braunkohletage immer ausgesprochen. Das konnten wir mit unserem Koalitionspartner, eben als kleiner Koalitionspartner, nicht erreichen, nicht durchsetzen. Und wir haben aber diese Verkleinerung erreicht. Und wenn man sich eben anguckt, was wir hier vor uns haben, 6,4% der im Landtag vertretenen Fraktionen sind für einen Kohleausstieg. Und eigentlich soll ja der Landtag ein Spiegelbild dessen sein, was in der Bevölkerung los ist. Und gucken wir uns mal an, was in der Bevölkerung los ist. 76% der Bevölkerung wollen einen Kohleausstieg. Und sogar in der FDP, 70% der FDP-Wähler wollen einen Kohleausstieg. Sie sollten sich mal daran orientieren. Und der friedliche Protest der vergangenen Wochen und Monaten, wo sich Zehntausende von Menschen in Bonn und an der Roten Linie beteiligt haben, das sind auch Demonstrationen, an denen wir uns beteiligt haben und mit denen wir uns solidarisch gezeigt haben, die aber auch bei Ihnen ankommen sollten. Und dann noch mal zum Thema Gewalt. Ich wiederhole gerne, was meine Kollegin Frau Düker eben gesagt hat. Gewalt kann und darf selbstverständlich kein Mittel einer demokratischen Auseinandersetzung sein. Und das hat nicht nur meine Kollegin Düker eben hier zum Eingang gesagt, das haben wir alle schon mehrfach an dieser und an unterschiedlichen Stellen gesagt und uns ganz klar und deutlich davon distanziert. Und dass Sie jetzt immer wieder hier anfangen, Herr Bombes, Frau Plonska, dass Sie damit anfangen und das wieder von uns fordern, ist einfach nur diffamierend und zeigt eben ganz im Gegenteil, dass Sie gar keine Argumente mehr haben. Und gucken wir uns doch einfach mal an, wie das Thema Kohleausstieg an anderer Stelle eben diskutiert wird. Ich zitiere aus dem Bundestag den Kollegen Andreas Jung aus der CDU-CSU-Fraktion, der eben ganz klar sagt, es ist ausgemachter Unsinn, wenn hier gesagt wird, beim Klimaschutz gehe es um eine linksgrüne Ideologie. Und dann sagt er ganz klar, dass das, was auf dem Tisch liegt oder lag eben bei den Jamaika-Verhandlungen, die 7 Gigawatt Abschaltung, dass egal wer Verantwortung tragen wird, ich zitiere ihn jetzt, egal wer regieren wird, er darf nicht hinter den Vorschlag zurückfallen, der hier schon auf dem Tisch gelegen hat. Und das ist eine ganz klare Linie, die wir jetzt hier brauchen und die auch diese Landesregierung weiter durchführen sollte. Und Herr Pinkwart hat eben angefangen, Grafiken hochzuhalten. Ich könnte das genauso machen, ich habe sie auch dabei. Und ganz klar, diese Zeiten, die sie eben genannt hat, im Januar, ja, da gab es wenig Wind- und Sonnenstrom, ja, aber eben nicht das, was Herr Laschet hier immer behauptet, dass es zu der Zeit einen Stromimport gab. Das gab es nicht. Im ganzen vergangenen Jahr gab es an 3 Tagen einen Stromimport. Da brauchen Sie gar nicht zu lachen. Gucken Sie sich die Sachen noch an. Das ist alles frei verfügbar im Internet. Und das ist einfach so. Und die waren nicht zu dieser Zeit. Und da erzählt Herr Laschet nicht die Wahrheit. Es bestehen erhebliche Überkapazitäten und die kann man deswegen abschalten. Und die 7 Gigawatt, die auf dem Tisch lagen, die sorgen dafür, dass dieser Wald verschont werden kann. Und auch Herr Vandenberg, Wald ist nicht gleich Wald. Wenn man neuen Wald baut, dann ist das trotzdem so, dass da eben die Fledermäuse, die in dem Uraltwald leben, nicht direkt einziehen können. Diese Fledermäuse brauchen alte Bäume und die sollen jetzt jahrhundertelang einfach durch die Gegend fliegen und einfach gar nichts machen, das kann so nicht sein. Und sehr geehrte Damen und Herren, die Landesregierung kann natürlich immer weiter einfach zuschauen. Ja, und so tun, als wären Sie eben an der Stelle unbeteiligt. Sie können gerne weiter gerichtlichen Entscheidungen von Instanz zu Instanz, und so wird es weitergehen, wenn hier nichts passiert. Sie können dem weiter zuschauen.
Sie können zuschauen, wie dann spätestens auf europäischer Ebene das Bergrecht endlich nicht mehr anderes Recht brechen wird. Aber ganz ehrlich, die Zeit für politische Entscheidungen ist doch nun wirklich reif. Das Nachkohlezeitalter ist eingeläutet. Das zeigen die Allianz der Länder und Regionen. Das zeigen die Allianz der Firmen, die sich dafür aussprechen. Und Sie sollten eben diese Zeichen der Zeit endlich erkennen und den Willen der Bevölkerung. Sorgen Sie für einen Kohleausstieg, sorgen Sie für Rechtsfrieden in der Region und lassen Sie uns diesen wunderschönen Wald retten. Herzlichen Dank.